Willkommen zurück in wunderschöner Idylle in unserem Kingsfisher Kottage. Mitten im Wald. Mitten im Grün. Und immer noch unter 60 FPS. Irgendwie mag mein PC das Grünzeug hier nicht. Ich weiß auch nicht. Hier mag er es wieder, da mag er es nicht. Komisch, ich habe die Einstellung schon auf hoch runtergestellt. Es wird Zeit, dass ich neue Komponenten kriege. Es wird allerhöchste Zeit. Naja. Ja. Und es wird vor allem allerhöchste Zeit, dass ich endlich mal in diesen blöden Kader aufgenommen werde, damit ich auch mal online spielen kann. Das wollten wir nämlich eigentlich gestern machen. Ein paar schöne Folgen machen, weißt du, schön online. Nö, ich muss erstmal in den Kader aufgenommen werden. Naja. Aber ich sehe da was anderes vor mir. Scheunenfund allerdings. Warum ist das Radio eigentlich schon wieder so viel lauter als das Autochen? Mache ich mal ganz kurz. Nein, das wollte ich jetzt nicht. 21.49 Uhr. Ja gut, das wollte ich mal wissen, wie viel spät ist es? Alter. Was ist denn jetzt schon wieder los? eBay, Angebot beendet. Sie haben dieses Angebot leider verpasst. Ja, schön. Hätte ich auch nicht mitgeboten bei dem Preis. 418 Euro. Xbox One X. Ich habe eine. Ich habe eine gekriegt bei eBay für 299 Euro. Gebraucht. Jetzt warte ich nur, bis sie ankommt. War ein Glückstreffer, glaube ich. Hoffe ich. So, Audio. Wenn sich jemand fragt, wofür ich die X brauche. Ich habe hier eine normale. Ich sag's lieber nicht. Red Dead Redemption kommt bald raus. Und, ich will das Ganze in 4K HDR spielen. Deswegen die Xbox One X. Und auch so ein paar andere Spiele, die ich auch spielen möchte. So. Wir haben Wheelspins. Ach komm, scheiß auf die Wheelspins. Ich will jetzt erstmal diesen scheiß... Ah, jetzt... Das klappt schon besser. Diesen wunderschönen... Boah, das ruckelt aber hart. Scheunenfund finden. Vielleicht soll ich mal aus dem Busch hier raus... Warum ist das denn so mega leise? Ich muss mal ganz kurz. Ah. Alles cool. Nur die Framerates, die gehen gerade gar nicht. Naja, muss ich mal gucken. Also die gehen aber, naja. So, packen wir mal die Drohne aus. Und dann gucken wir uns diesen wunderschönen Steinbruch mal an. Und irgendwo hier. Uah! Oh Mann, man kann ja nicht hochfliegen. Das ist voll nervig. Wahrscheinlich so unten im Wasser drin. Ja, ich bin Assassin's Creed geschädigt. Da hinten ist sowas. Da könnte irgendwas Autotechnisches drin sein. Beziehungsweise, es könnte so eine Art Scheune sein. Na, wobei, das sieht mir nicht aus wie eine Scheune. Das ist keine Scheune. Kann eventuell sein, dass ihr gerade im Hintergrund keine Musik hört. Vielleicht habe ich die rausgeschnitten, ich weiß es noch nicht. Weil auch wenn YouTube da mittlerweile nicht mehr die Videos sperrt, gibt es immer noch Musik. Wenn die drin ist, dass das Video dann weltweit gesperrt wird, hatte ich bei einer Folge, dann musste ich einen Titel rausschneiden. Habe ich aber von YouTube selber machen lassen. Keine Ahnung, wie das Ergebnis war. Aber ich hatte keine andere Möglichkeit. Was sind das hier für Ruinen? Und wo ist bitte schön der Scheunenfund? Ach, ich bin schon wieder außerhalb des... Ah. Ach so, das Ding kann natürlich auch da oben sein, ne? Das heißt ja nicht, dass es... dass das unbedingt hier unten im Steinbruch sein muss, sondern auch oberhalb. Kann da... Ach, RB. Oh Mann, ich weiß nicht, wie lange nutze ich den Xbox-Controller schon und weiß nicht, dass RB oben rechts ist und nicht hier oben. Also, da und nicht da. T für Trigger. Ich verwechsel das immer wieder. Das ist schlimm. Ich spiele so viel mit dem Controller, aber Tastatur und Maus kennen wir noch besser aus. Ach, hat sich sogar gereimt. Ding, ding.
Ich sollte nicht zur Musik summen, die eventuell nicht vorhanden sein könnte. Ist blöd. Aua. Hat schon jemand was Scheunartiges entdeckt? So mit Auto drin möglich? Möglichst? Ich tue da gerade nichts. Hä? Einfach so? Steht hier rum? Zum Klauen. Ich sehe gerade den Baum voller Wälder nicht mehr. Ganz schlimm. Aber hier würde eh keine Scheune reinpassen. So viele Wälder, wie hier zwischen den Bäumen stehen. Kann ich nicht wahr sein. Also nicht, dass das schlimm ist jetzt, dass ich den nicht auf Anhieb finde. Ich finde das sogar gut, dass man den nicht so direkt finden kann. Oder, naja, wahrscheinlich schon, aber... Ich finde es halt gut, dass er nicht so einfach ist. Guck mal, hier ist alles abgesperrt. Mit der Drohne komme ich trotzdem durch. Ich hätte jetzt gern einen Sniper. Dann einfach mal alles abprüfen. Kann das nicht wahr sein. Das hier unten ist nichts, ne? Ich weiß, dass ich da schon mal war. Wow. Hem. Kann jetzt nicht wahr sein. Vielleicht gleich soll er mal sein und mach erstmal wichtigere Sachen. Ach, ich kann mit der Drohne jetzt auch nicht hier hoch. Ernsthaft, ich muss jetzt. Okay. Ich habe verstanden. Machen wir später. Ich habe immer wichtigere Sachen zu tun, wie ich bereits sagte. Ah, und zwar. Wir purzeln mal hier runter. Oh, shit. Nee, ja. Oh, was für eine graziöse Landung. So, das gehört mir. Oh, der. So, wo war jetzt das andere Schild? Da oben? Ernsthaft? Zug? Ich verstehe nur Bahnhof. Ich brauche noch 29 Einfluss. Ach so, ich bin schon wieder falsch übrigens. Ja, ich schnapp mir das Schild da oben jetzt und dann geht's weiter. Aber diese Auge hier ist kacke. War eine Kackidee. Ich brauche nächstes Mal so Spikes an die Reifen. Dann komme ich hier mit, auch mit der Viper hoch. So, den Aufstieg haben wir schon mal geschafft. Da vorne ist ein Gefahrenschild. Das haben wir ja irgendwann mal letztes Mal probiert. Mit einem ganzen tollen Stern. Weil ich das falsche Auto wahrscheinlich hatte. Jetzt schnappe ich mir noch das Schild davor. Dann haben wir genug Einfluss. Ja, oder auch Fans oder wie auch immer man das nennen mag. Nenn wie es willst. So, nochmal 3000. Und jetzt haben wir genug. Bäm! Begnadeter Fahrer, erreiche Stufe 20. Yay, yay. Qualifiziert für Horizon-Kader. Na, endlich. Du hast es in den Horizon-Kader geschafft. Wie auch nicht, nach allem, was du hier im letzten Jahr geleistet hast.
treffen wir uns auf dem Festival und holen dir dein Armband. Armbänder? Nach 5 Stunden? Nee, mehr Spielzeit sogar. Das waren jetzt keine 5 Stunden, das war mehr. Kann ich dahin eine Schnellreise machen? Jetzt einfach nur mal so, weil... Ne? Ah ne, ich muss... Ah, okay. Ich muss jetzt gar nicht dahin. Es gab nämlich noch ein Showrennen. Aber... Mach ich zuerst. Bei nächster Gelegenheit wenden. Du kannst doch die Klappe halten, Anna. Ich bin nicht auf dich angewiesen. Oh, ich dachte, die kann man nicht umfahren. 100 Meter links abbiegen. Warum ist die GPS-Stimme jetzt eigentlich schon wieder an? Hier ist doch... Aua, weit an ich doch nicht, aua. In 200 Metern links abbiegen. Das Spiel macht mich noch fertig hier. Links abbiegen. Ich lenk doch gar nicht nach links. Warum leitet die dumme Kuh mich jetzt hier durch die Pampa? Ach so, weil ich durch die Pampa muss. Voller Wurst. Du hast dein Ziel erreicht. Ich hab voll auf die Bremse gedrückt. Mann, oh. So. Im Ford Focus RT oder was weiß ich, was das für ein Autowagen ist. Gegen so möchte gern Moped-Fahrer. Blue, Pink, nee, Violet. Möchte gern Yellow und Red. Moment, das hatten wir doch am Anfang schon. Das ist doch das Pre-Event quasi. Wie läuft's auf der Dirt-Strecke? Ziemlich gut, total oder? Total beschissen. Ich hab dich fahren sehen. Aber bist du besser als, sagen wir, ein Dirtbike? Okay. Auch besser als 4 Dirtbikes. Die Dirtbikes sollen gefälligst aufpassen, dass ich die nicht von der Piste ramme. So sieht's nämlich aus. Geht nicht, ist gescriptet, aber trotzdem, hey. Gefährlich. Ja, das ist das Pre-Event. Okay, Leute, das wird ein Kinderspiel. Verpasst nur nicht die Kontrollpunkte. Aber diesmal ohne Fahrhilfen und mit manueller Schaltung. Das heißt, Spaß ist vorprogrammiert. Hat sich da gerade einer auf die Fresse gelegt? Gerade Geld verloren? Ja. Das beantwortet meine Frage. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Steinbruch. Da fliege ich drüber. Tatsächlich. Oh, shit. Tunnel, dann nennt man immer noch Röhre. Pfosten. Ui, 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 ui. Komm, sie quer, siehst du mehr. Oder auch gar nichts mehr. Rot ist raus, rot ist raus. Ja, ich gleich auch. Jetzt haben wir nur noch Blue. Blue und Orange. Willkommen bei Portal 2. Dann bin wohl nur noch ich übrig. Blue ist am Stissel. Aber ich gewinne, gescriptet natürlich. Dieses Schaurennen, das kann man nur gewinnen. Das kann man nur gewinnen. Man muss sich echt doof anstellen. Man muss irgendwie gegen Haus fahren, stehen bleiben, jetzt beim McDrive vorbeifahren. Das Team von Motocross-Fahrern, die sich hinter das Steuer deines Autos setzen wollen. Ich nehme an, du willst ihre Bikes nicht ausprobieren. Nein.
Nein, ich sollte ins Mikrofon reden. Ford Fiesta GRC. Naja, gut, ich kenne mich damit aus. Ah, geil. Ach ja, stimmt. Mein Profilbild ist ja jetzt im Hintergrund. Mein neues. Hab das jetzt endlich auch mal aktualisiert, nachdem ich es erst nur auf YouTube hatte. Tue ich es jetzt auch überall anders aktualisieren. Die alte Fratze ist Geschichte. Die war viele, viele Jahre mein Avatar und nun habe ich es dann doch mal angepasst und geändert. So, Schaurennen, check. Let's glubsching auf the Karte. Und, ja, Schnellreise 8-2. Ach komm, machen wir mal was ums Weiße. Wir haben ja 2 Millionen. Ich glaube, diesen Satz habe ich im letzten Teil so oft gebracht. Ah, 4.000, 8.000. Wir haben es ja. Da wird sich nichts dran ändern. So, mach mit bei Horizon Live. Die Einführung müsste jetzt zu Ende sein. Das heißt, ich müsste in den Sommer kommen. Beziehungsweise... Keine Ahnung. Das ist ganz komisch. Hallo, Patrick. Glückwunsch, du hast es in den Horizon-Kader geschafft. Aber das ist erst der Anfang. Von nun an teilst du das Erlebnis mit allen anderen Fahrern, die es in den Kader geschafft haben. Mach dich mit den anderen bekannt, denn alles kann mit einer Kolonne von bis zu 6 Fahrern angegangen werden. Was du wirklich willst, ist ein goldenes Armband. Eine Ehre, die nur den echten Superstars des Festivals zuteil wird. Leuten wie Alex und Rebecca. Sie sind die Besten auf ihrem Gebiet. Wer genau ein goldenes Armband bekommt, entscheide ich. Und die Tausenden von schreienden Horizon-Fans. Worauf wartest du noch? Also bei dem Video haben sie ja was verkackt, ne? Oh, und der Forzaton ist zurück. Dieses Mal gibt es täglich und in jeder Saison neue Herausforderungen, in denen du die Chance hast, die besten Belohnungen von Horizon zu gewinnen. Das ist noch nicht alles. Pünktlich zu jeder Stunde lädt dich Forzaton live ein, dich mit anderen Kaderfahrern zusammenzuschließen, um die spannendsten Horizon-Herausforderungen in Angriff zu nehmen. Wenn dir der Sinn nach mehr Wettkampf steht, beim Teamabenteuer treten 2 Teams mit 6 Fahrern gegeneinander an. So viele Leute kenne ich noch nicht mal. Nur Spiele für Spielplatzpartien oder alles ist erlaubt für eine Mischung aus beidem. Bilde ein Team mit deinen Freunden und bring den Asphalt zum Rauchen. Wenn du soweit bist, kannst du an gewerteten Veranstaltungen teilnehmen und in einer Liga gegen die stärksten Fahrer bei Horizon antreten. Frühling, jawohl. Hey, wieso Frühling? Da war ich doch die ganze Zeit schon. Hallo Patrick. Der Frühling ist angebrochen. Überall sprießen neue Veranstaltungen. Suchst du mir bitte welche aus? Ach ja, genau. Die Jahreszeit ändert alle jede Woche. Das heißt, letzte Woche bis, glaube, Donnerstags war Winter. Also diese Woche, letzte Woche? Ja, letzte Woche war Winter. Jetzt haben wir Frühling. Passt eigentlich ganz gut. So haben wir jetzt Frühling, Sommer, Herbst. Das heißt, 3 Wochen, wo ich Gas geben kann. Weil Winter sieht zwar alles ganz schön aus, ist aber nicht meins. Was gibt es Neues diese Saison? Die Horizon Frühjahrssaison ist live. Wir haben neue Veranstaltungen, neue Herausforderungen, neue Belohnungen. Also fahr raus und lass den Matsch schippiritzen. 007, die Welt ist nicht genug. Q hätte das gerne in einem Stück zurück. Wer ist Q? Keine Ahnung. Horizon Saisonveranstaltung. Fang den Hedge. Rase bei Tagesanbruch durch die Straßen von Edinburgh. Da hatte die Chance, ein MG Metro 6R4 zu gewinnen. Die Prüfung, ich will more. Halte für diese beängstigende Tour durch die Moore von York. Dein Lieblingsrallye-Auto bereit. Schade, habe ich gerade keinen Start. Wir haben uns für diese Frühlingsveranstaltungen Regen erhofft. Und ich glaube, das britische Wetter lässt uns nicht im Stich. Britisches Wetter ist Dauerregen. Vom 1. Dezember bis 24. Ach, vom 1. Januar bis 24. bis 33. Dezember. So. Festival Gelände. Da vorne ist noch irgendwas Neues. Ich habe keine Ahnung, was. Scheiße, schon wieder Select gedrückt. Will ich jetzt aber nicht. Ich könnte mal die Wheels Ich brauche sie. Und zwar schnell. Wir müssen hier weg.
Was? Was ist das denn? Das Halo Experience Schaurennen? Werden da neue Halo-Systeme für Formelwagen getestet oder wie oder was? Och, jetzt muss ich ernsthaft hier eine Route festlegen, damit ich... Das ist doch eine Scheiße. Ich will diese... Halt die Fresse. Bei nächster Gelegenheit bitte wenden. Ich hab dich schon so oft ausgeschaltet. Du schaltest dich aber automatisch wieder ein. GPS-Stimme. Halt. Entschuldigung. Warum ist das schon wieder individuell? Das ist aber richtig. Eine Radiolautstärke ist runter. Okay. Okay, speichern und fortfahren. Ja, 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 ja. Hoppa. So, kann ich jetzt mal ganz in Ruhe auf die Karte gucken, ohne dass mich irgendjemand stört. Dankeschön, das ist aber nett. So sehr ich die Wissenschaft des Rennens auch liebe, ich muss zugeben, dass ich die Wissenschaft der puren Geschwindigkeit auf gerader Strecke auch mag. Ich trinke noch was. Das ist die Horizon-Beschleunigungsstrecke. Und? Bist du bereit, Gas zu geben? Oh, Drake, finde ich geil. Drake finde ich cool. So, so, jetzt, warum sind die Frames so kacke heute? Was ist denn los? Was ist das denn hier? Highland Farm Griprennen, Dirt-Rennserie, Koop-Meisterschaft verfügbar, Fahrzeugbeschränkungen, Modern Muscle Cars, 4 Tage, 18 Stunden. Ja, ich weiß nicht, was ich von solchen zeitbegrenzten Events halten soll. Auch da, ja. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. War ich noch nie so der große Fan von. Was ist das denn hier? Scheunenfund, aber den habe ich schon abgecheckt, ne? Ja, stimmt. Ich muss immer wieder klarkommen hier. So, was ist denn das jetzt hier? Kann ich da hinfahren? Blöde Frage. Ach so, da kann ich auch nicht hin. Da könnte ich hin. Zum Einzelnen. Ich will jetzt auch den ganzen Weg nicht. Ich fahre da lang. Da haben wir nämlich noch so ein paar Schilder. Tun wir uns das mal an. Was sagt die Uhr? Schon wieder 20 Minuten rum? Ernsthaft? Ich habe doch nichts gemacht in 20 Minuten. Ja gut, Freunde, wir sind im Horizon-Kader. Und nächste Folge geht's weiter. Da fahren wir mal zu diesem komischen Löwengesicht oder was das war. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Schauen wir mal. Ich lasse mich mal überraschen. In der Hoffnung, dass die Frames dann wieder mitspielen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal hier bei Forza Horizon 4.